Wir müssen unser Mobilitätssystem anpassen, sodass unsere Truppen in der Lage sind, große Militärgüter zu transportieren. Dies ist entscheidend für unsere Verteidigung. Die Fähigkeit, Truppen und Militärgüter schnell durch die Europäische Union zu transportieren, insbesondere vom Westen in den Osten. Auch an unsere Außengrenzen, aber auch darüber hinaus, wenn wir beispielsweise Militäroperationen im Ausland organisieren. Dies erfordert das Bauen von Brücken, Tunneln, Straßen und es erfordert auch Züge, um unsere Militärgüter und Truppen zu transportieren. Unsere militärische Unterstützung an die Ukraine hat eindeutig gezeigt, wie bedeutend dies ist. Dieser Aktionsplan zielt darauf ab, Verzögerungen zu vermeiden im Transport von Militärgütern. Und dies durch 30 konkrete Schritte für einen sicheren und schnellen Transport im Bereich Transportinfrastruktur, regulatorische Fragen, Vorbereitung und Widerstandsfähigkeit. Ich spreche nun über die Elemente, die unter meine Zuständigkeit als hoher Vertreter und als Vorsitzender der Verteidigungsagentur fallen. Erstens, es geht darum, die militärischen Anforderungen zu aktualisieren und zu erweitern. Dies schließt es beispielsweise mit ein, sich Kraftstoffketten anzuschauen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass Kraftstoff sicher durch die EU transportiert werden kann. Unser Militärpersonal wird bei dieser Kraftstoffkette mit eingebunden werden. Zweitens, die Verteidigungsagentur wird an Genehmigungen für Grenzüberschreitungen und Zollangelegenheiten arbeiten und ein kluges Logistiksystem einführen. Es geht darum, Fähigkeitslücken anzugehen, um sicherzustellen, dass Militärgüter großen Ausmaßes kurzfristig transportiert werden können. Und drittens, wir müssen enger mit unseren Partnern zusammenarbeiten, an erster Stelle mit der NATO. Diese Zusammenarbeit mit der NATO muss intensiviert werden, aber auch die Zusammenarbeit mit der Ukraine und Moldau. Es geht darum, bewährte Praktiken zu teilen mit diesen Partnern. Und wir müssen außerdem in der Lage sein, Truppen zu entsenden in verschiedene Gruppen. Und daran arbeiten wir mit unseren transatlantischen Partnern. Es freut mich an dieser Stelle anzukündigen, dass sich das Vereinigte Königreich unserem PESCO-Projekt zur militärischen Mobilität angeschlossen hat. Nun zur Cyberabwehr. Der Cyberraum spielt eine strategische Rolle. Hier gibt es strategischen Wettbewerb und es wird zu einem Schlachtfeld werden. Der Cyberraum hat jedoch keine Grenzen. Wo endet er? Er ist überall. Es ist also schwer zu unterscheiden zwischen internem und externem. Wie dem auch sei, der Krieg im Cyberraum und Cyberangriffe wurden zu einem festen Bestandteil der modernen Kriegsführung. Der russische Angriff gegen die Ukraine wurde begleitet von ständigen Cyberangriffen, nicht nur gegen die Ukraine selbst, auch gegen uns und gegen unsere Partnerstaaten. Vor Angriff des Krieges fand beispielsweise ein großer Cyberangriff statt. Es geht also darum, uns zu stärken, um Cyberangriffen vorzubeugen, sie zu erkennen und abzuwehren und uns auf sie vorzubereiten.